Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elex. Im letzten Part haben wir den guten Duras wieder getroffen. Der hat uns ja ursprünglich mal hierher zu den Berserkern geführt und haben dann begonnen, das alte Goliath-Hotel hier zu erkunden. Hier drin scheint der Obermotz zu hausen und da gucken wir doch mal. Hier ist so ein dicker Baum rausgewachsen. Das sieht schon ziemlich nice aus. So, ach guck mal, da sitzt er auf so einem dicken Thron. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen eigen. Moin, hallo, Leibgarde. Jetzt nicht. Nee, ich wollte da nochmal gucken. So, Ragnar, dann lass uns mal unser Gespräch von vorhin zu Ende führen. Du bist ja dann einfach gegangen. Ja, gönn dir, ne? So, wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Kommt er da gut voran? Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edan gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps, vor Goliath gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Stehe. Woher kriege ich denn so eine geile Rüstung wie deine? Die ist ja schon, also ich will ja nicht sagen, die ist schon ein bisschen fancy, ne? Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Ja, wirklich. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Okay, angenommen, ich unterstütze euch. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Ja, ja. Das ist offen. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Nee, machen wir nicht. Das ist offensichtlich, ne? Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich beitreten will. Kannst du da noch ein bisschen spoilern? Nur ein bisschen. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Okay, ist das nicht ein bisschen viel? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht, können wir da noch mal eben kurz ein bisschen drauf eingehen. Was meine Unterstützung angeht. Jemand will dir dein Schwert stehlen, ich arbeite nicht umsonst. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. Okay. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind.
Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Das Gute ist ja, ihr habt auch gar nicht so viele Gesetze. Das Einzige, was halt nicht geht, ist das mit der Technik, weil ich habe so ein Jetpack um meine Hüfte rumgeschnallt und das ist halt schon ziemlich cool, ne? Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun könnte, abseits von durch die halbe Welt latschen? Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Wo hält sich Irdor denn auf, so grob? Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Alles klar. Du, dann mache ich mich erstmal auf den Weg, das mit dem Schwert verheimlichen wir erstmal noch, weil vielleicht stehen wir das wirklich. Kennt das ja so, ich bin gerne mal ein bisschen gemein. Jetzt gucken wir uns eben erstmal nochmal um hier in der Gegend. Da liegt die Nachtwache. Warum darf ich mir Sachen wegnehmen? Nee, das findet ihr gar nicht geil, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Noch irgendjemand mit einem Namen? Opala. Oder nur Wachen. Das ist die Nachtwache. Ich finde es halt so geil, die schlafen dann halt auch tagsüber so. Das hat man alle ihren Ablauf. Ich finde das einfach cool. Aber es war schon immer so bei Piranha Bytes Games. Da muss man sagen, da ist, oh, die Öllampe darf ich nehmen. Da war selbst Gothic... nötig, was? Da war selbst Gothic 1 seiner Zeit im Grunde ja voraus, wenn man überlegt, ein Flugblatt, dass selbst Cyberpunk das bis heute nicht hingekriegt hat, vernünftigen Ablauf zu simulieren. Der NPCs, die laufen da ja komplett wirr durch die Gegend. Man darf hoffen, dass mit dem, nun bald erscheinenden DLC-Add-on da sich nochmal ein bisschen was tut, aber muss man ganz klar sagen, selbst Gothic 1 hat alle NPCs komplett simuliert mit einem realistischen Tagesablauf. Jeder hatte sein Tagewerk, die gingen in die Kneipe nach getaner Arbeit, haben sich dann noch einen reingeorgelt und so weiter, ne? Und es ist fucking Gothic 1 aus dem Jahr 2001, ja? So, ich glaube, wir waren in der Stadt jetzt soweit erstmal relativ gründlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich alles gefunden haben, aber wir waren, würde ich sagen, recht solide dabei. Ich würde jetzt nochmal eben auf das Dach des Hotels gehen. Also erstmal drumherum und dann nochmal auf das Dach. Gucken, ob da noch was ist. Guck mal, hier ist noch ein kleiner Mana-Trank. Ja, ja. Und dann legen wir los mit den Quests. Das war auch erstmal genug Gelaber. Jetzt kann es auch mal losgehen. Kann man mit dir noch reden? Nee, du bist nur Lifeguard, alles klar. Ist hier hinten drin noch irgendwas? Was willst du hier? Ich schau mich nur um, Alter. Ja, verschwinde nur. Leute, was ist denn euer verdammtes Problem? Raus, aber schnell. Was willst du hier? Ich laufe durch das Hotel und gucke mich um. Ich glaube, euch ein paar Magnesiumfackeln, die ihr eh nicht braucht. Hört diese Musik auch wieder auf? Ich bin doch jetzt rausgegangen, ist doch alles gut. Ein gutes Messer, wir haben uns doch alle jetzt erholt. Eine gute Gabel, liegt zwar da so in so einer Blutlache drin, aber das ist ja nicht so schlimm. Irgendwie ist diese Agro-Musik immer noch an. Das Spiel hat sich noch nicht entschieden, mich wieder zu erlösen von der Agro-Heit, die hier gerade stattfand. Was haben wir da gerade gefunden? Energiespeicher. Elektroschrott. Oh, oh. So, vorsichtig. Hier haben wir Eisenerz. Man kann doch da rein in diese Zimmerchen. Ich dachte, die wären zu. Elexit. Wo ist denn hier Elexit? Wo sehe ich hier Elexit? Es wurde mir gerade angezeigt. Ich sehe es nicht. Habe ich es dann doch schon eingesammelt. Ist sehr dunkel. Buch mit Geschichten. Der sieht ja nichts mehr. Da muss ich mir eben so eine Magnesiumfackel rausholen. No, noch mehr Elixir. Das habe ich wahrscheinlich durch die Wand vorn gesehen. Sanftes Klopapier. Das ist nicht normales Klopapier, Leute. Das ist sanftes Klopapier. Das ist was für, ne?
den anspruchsvollen Arsch, ja? Oh, nur dass ihr Bescheid wisst. Gehen wir hier nochmal schnell rein, bevor das Ding aus ist. Guter Becher. Tagebuch eines Zimmermädchens. Moment. Das klingt ein bisschen wie das Ding der Elder Scrolls Reihe. Tagebuch eines Zimmermädchens. Das müssen wir eigentlich mal lesen. Ich habe da so ein Gefühl, was da drinne verarbeitet sein könnte. Und die Ratte wegmachen. Hey. Kannst du denn noch nicht tot sein, Ratte? Okay, dann gehen wir erstmal weiter hoch über diese Wurzel. So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch? Dietriche, sehr gerne. Ein Dietrich in Ehren kann niemand verlehren. Kleiner Mana-Trank. So. Zigarettenpackung. Wie immer noch diese Kampfmusik am Laufen ist, ne? Die hört einfach nicht auf. Goldbrocken. Kleiner Heiltrank. Jetzt noch höher, ja. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Da ist auf jeden Fall was. Ich will das haben. Alte Gesprächsaufnahme. Was sagen Sie da? Sie haben richtig verstanden. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie sind ungeeignet. Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Sie haben all das Blut an Ihren Händen kleben. Wir sehen uns in der Hölle wieder. In der Hölle. Weil ich muss kurz was schreiben. Lüt. Sorry, Leute. So, jetzt geht's weiter. War gerade wichtig. Da kam mir gerade eine wichtige Nachricht rein, auf die ich eben reagieren musste. So, ein kleiner Zettel. So ein Schneidebrettchen. Oh mein Gott. Also das hier zu erkunden ist ein bisschen... Es gestaltet sich als schwierig. Aber es geht. Höher? Ja. Jetzt mal gucken, was wir hier haben. Großer Elixbeutel. Elixit. Zigarettenstange. Was haben wir denn noch? Was ist das hier? Das ist noch nicht zu Ende ausgebaut? Oder was war das hier oben? War das der Dachboden? Weil hier sind ja gar keine Räume mehr drin. Und das ist ja komplett entkernt worden sozusagen. Hier ist ja nix. Nix mehr los. Ich glaube, das können wir jetzt erstmal liegen lassen. Das müssen wir nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Sagt er und dann geht er in den dunklen Bereich. Läuft bei mir, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal weiter hoch. Haben wir schon viel Zeug gefunden? Ach, schau mal hier. Ups, selbst hier oben, schön Feuerkorb am Start. Hier habe ich doch gerade was Rotes gesehen. Was ist das? Kann ich das nicht einsammeln? Das ist ein Heiltrank, ich will den haben. Nee, es ist Mana, aber das will ich auch haben. Pures Mana. Du, ich bin gespannt, wann diese Agro-Musik mal aufhört. Noch ein paar Pfeile mitnehmen. Es ist zu Ende. Dustin hat den Wein getrunken. Ich habe ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Okay, die haben sich hier wohl weggemacht und haben sich da jeweils einen Wein reingeballert und haben sich dann ihrem Schicksal ergeben. Okay, aber warum? Was war denn jetzt so schlimm? Also... Klar, die Welt ist ein bisschen im Arsch, aber so schlimm sieht es für mich jetzt aktuell nicht aus. Also ich hätte jetzt zumindest hier in diesem Ort hier, wenn ich hier jetzt wirklich bei den Berserkern wäre, hätte ich jetzt nicht so viel Stress, dass ich komplett wegeskalieren wollen müsste. Aber gut, man weiß die Background-Story jetzt nicht so genau, was da genau vorgefallen ist. Vielleicht ist da etwas sehr Emotionales, Schlimmes passiert. Wir wissen es nicht. Alter Brief, wir können nur mutmaßen. Wir müssen mal gucken, wo man diese Sachen lesen kann. Das sollten wir mal machen. Warte mal, ich gehe mal in meinem Inventar. Da gibt es doch bestimmt einen Bereich für so Notizen oder sowas.
Materialien, sonstiges. Finden wir hier so eine Sache? Nee, was haben wir hier? Kleiner weißer Stein. Hier. Geschriebenes. Buch mit Geschichten. Gebetsbuch eines Klerikers. Missionsbericht. Orans Schuldenbuch. Sinda zweimal nicht bezahlt. Habe mir aus ihrem Lager als Gegenleistung einige Nahrungsmittel geben lassen. Drog bezahlt immer, aber wartet mir damit zu lange. Habe mir, während er betrunken war, seine Waffe als Pfand genommen. Angrim bezahlt nie. Ein Warlord zu bestehlen ist gefährlich. Habe stattdessen Joras Splitterbeutel genommen, als er auf einem meiner Tische eingepennt ist. Alva ist dauernd total bereit und macht Ärger. Habe ihm ein paar seiner Splitter abgenommen, als er total dicht im Schlamm lag. Habe ihm seine Waffe abgenommen, als er wieder mal total dicht im Schlamm lag. Habe ihm die restlichen Splitter abgenommen, als er total dicht auf dem Tisch lag. Er scheint mir nicht mehr zu kommen. Schade, er war ein guter Kunde. Er wundert mich nicht. Tagebuch eines Zimmermädchens. So, es ist immer so spannend, was die reichen Leute hier treiben. Heute habe ich zum Beispiel beim Aufräumen in Mr. Kingstons Zimmer ein Höschen gefunden. Er hat wohl eine Damenbekanntschaft gemacht. Der Qualität des Stoffes nach zu urteilen, hat es sich auf jeden Fall genug Geld für teure Wäsche. Bestimmt ist sie sehr schön. Irgendwann werde ich das auch schaffen. Heute hat mich Mr. Kingston zur Seite genommen und mich gefragt, ob ich Blumen auf Zimmer 9 bringen könnte. Sie sind für Miss Daisy und er hat mir auch noch eine kleine Karte mitgegeben. Sie ist ganz bestimmt seine Liebhaberin. Sie ist nicht hübscher als ich und ihr Geld hat sie auch nur von ihrem Liebhaber. Trotzdem fliegen die Männer geradezu auf sie. Ich habe die Blumen in den Müll geworfen. Alles ist so unwirklich. Die letzten Tage waren ein einziger Albtraum. Es gibt niemanden, der den Wahnsinn noch aufhalten kann. Mr. Kingston hat sich mit den anderen Männern in einem der Zimmer eingeschlossen. Sie haben die komplette Bar leer geräumt. Gut, dass ich mich in einem leeren Zimmer versteckt habe. Sie sind zu allem imstande. Unsere Hoffnung ist verloren. Ich wüsste nicht einmal, wohin ich fliehen sollte. Keiner weiß, was dort draußen los ist. Ich habe Angst. Solche Angst. Es geht zu Ende. Alles wird bald ein Ende haben. Wir werden in Vergessenheit geraten. Nichts bleibt zurück. Alter Brief. Donald, ich danke dir, alter Freund, dass du mir diesen Gefallen getan hast. Jetzt bezahlt dieses Flittchen dafür, dass sie meine Zuneigung mit Füßen getreten hat. So jemand ist so auch nicht für das Projekt geeignet. Ich werde morgen von hier verschwinden. Wir sehen uns dann dort. Kings. Altes Flugblatt 4. Möchtest du wissen, welche Förderung für dein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitscenter. Infinite Skies. Kleiner Zettel. Was stand auf dem noch? Oh, meine geliebte Daisy, ich teile deinen Schmerz, bitte erhöre mich. Vier Häuser, Teil 2, ein Kartenstück. Propaganda. Und ein verwittertes Bild. Mit einem Kreuz hier, guck mal. Waren wir da nicht schon mal? Ist das nicht dieses Ding, wo wir die Klerikerwaffen eingesetzt? Nee, sieht anders aus. Gut, so. Wir sollten in Zukunft dann öfter direkt mal die Sachen lesen, wenn ich sie einsammle, damit wir nicht so lange damit warten. Ich glaube, wir sind mit dem Hotel soweit erstmal fertig. Ich würde jetzt tatsächlich mal mich an den... Das Lager ist ganz schön groß. Ich würde mich mal zum Schmied hin teleportieren, in der Hoffnung, dass dann diese Musik aufhört. Wunderbar. Und dann können wir uns doch eigentlich mal ein paar Quests machen. Die finden wir hier. Da gehen wir auf die... Das ist die Hauptmission. Die klappen wir zu. Gefährten klappen wir auch erstmal zu. Edan, das Gesetz der Berserker. Clanstreit, die zweite Wache. Fangen wir doch damit mal an. Nahrungsnachschub. Fehlende Lieferanten. Agrims Männer, die den Nachschub für Syndra liefern sollten, sind tot. Ich sollte ihr davon berichten. Machen wir das mal. Ist das jetzt markiert oder muss ich das so auf der Karte markieren? Jetzt habe ich Y gedrückt und irgendwie hat sich das Game... Okay, M. Müssen wir da hin? Komm mal los. Das wird jetzt auf der Karte auch angezeigt, das ist doch sehr hilfreich, so kommen wir weiter. Dann mal ein Rennen, dann sagen wir erstmal Bescheid, dass die Leute tot sind. Ihr erinnert euch noch, das war die nette Frau, die so ein bisschen unentspannt war, weil sie an keine Ware mehr rankam. Ja gut, wenn die Leute tot sind, dann können die schlecht Zeug bringen, das kann ich verstehen, ist fair, würde ich sagen. Ja, bleib nochmal entspannt, ist doch alles gut. Was macht er da? Ich fliege durch die Gegend. Meine Lieben, ihr hört den Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.